Du? Oh Mensch! Kommst vom Kiesweg runter, musst du ein bisschen aufpassen. Sorry. Oh nee, ganze Kühler am Arsch. Oh. Licht am Arsch, Kühler am Arsch. Patze. Ja, und du? Ein bisschen Lack abgeplatzt von der Aufnahme und das war's, ey. Ja. Oh, Reifen ist auch platt, ey. Kotflügel eingedrückt. Scheiße. Das wird teuer, Udo. Oh. Meine Herren, ey. Ja, und nu? Oh. Ja. Mal Leo an. Ja, ich stelle den mal ein bisschen auf die Seite. Ruf mal, Allrad hilft. Ja, ich ruf mal Leo an. Oh, Kühlerflüssigkeit. Ah, jetzt. Oh Gott, schaukelt das, ey. Oh nee, ey. Ah. Der hat nur ein paar Kratzer, ey. Und ich bleib wieder auf dem Schaden sitzen. Und was sagt er? Ja, er ist auf dem Weg. Ist ja nicht weit. Ja. Warte mal. Ich hole mal gerade einen Eimer hier. Bisschen Kies. Sand. Hier. Ja, ein bisschen auf die Kühlflüssigkeit, weißt du? Mhm. So. Wo wolltest denn du hin? Ins Dörfchen. Ich wollte mir was zu essen holen. So. Gerade beim Leo ein Ding aufgegeben, eine Bestellung. Beziehungsweise ja. Er soll mir einen Kostenvoranschlag fertig machen. Für Fahrzeuge und. Schäfchen gucken. Also was drin? Ja. Und den jetzt zum Glück noch gut, ey. Ja, ist ja nicht viel passiert beim Traktor. Ja, danke auch, ne? Ja. Ja, jetzt sitze ich hier. Jetzt habe ich keinen fahrbaren Untersatz mehr. Hoffentlich geht es schnell mit dem Dings da. Mit der Bestellung dann. Beziehungsweise er hat ja zum Glück Vorführer da gehabt. Oder mhm. hatte ich mir da. Nee, ich hatte noch. Ich glaube, das waren Bestellungen. Sonst kommst du zu mir vorbei. Dann leiste dir von mir einen Traktor einfach. Hast du noch einen? Ja, ja. Was hast du noch? Ein B-Truck und den Unitruck habe ich noch. Ah, okay. Ja, müssen wir dann mal gucken, ey. Wo bleibt denn der? Ja. Ist ja nicht weit, ne? Eigentlich nicht. Hallo, hier ist der Neumann, Herr Hochrater. Herr Hochrater, wo bleiben Sie denn? Bin unterwegs. Wohin? So. Keine Ahnung, wohin. Ja, bei Ihnen raus und dann zweimal rechts. Zweimal rechts, okay. Ja, das sollte man halt dazu sagen. Ach so, ne? Doch, bei den Neubauten. Ja, da wo Sie die Sparkasse abgerissen haben. Jetzt fährt er einfach davon. Ah ne, der stellt sich nur anders hin. Ne, der fährt davon. Der fährt einfach weg. Ah, da kommst du ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh, schönes Gefährt hier, der Johnny. Ist er ja. Ja, endlich, ne? Oh, dann machen wir die Planken hinten raus. Jo. So, zack. Offen ist. Eine dran. Hier eine dran. Gut, dann setz du dich rein und schieben mir. Ja, nicht, dass noch mehr Kühlflüssigkeit ausläuft. Ja, wobei, ich ging ja auch ein bisschen. Aber vielleicht. Handbremse lösen. Ja, ist doch offen. Ja.
Schieben! Ja! Passt so! Handbremse! Ich glaube, einen Tick nach vorne müssen wir noch, sonst passt das mit der Kupplung nicht. Ja, bisschen geht noch, dann schieb nochmal. Ja, oder so müsste passen. Ja. Guck's halt mal, also Reifen ist auch glatt, ne? Oh, Rechnung geht auf mich. Das will ich hoffen. Jo, kannst du mich dann gleich mal mitnehmen? Ja, kann ich machen. Oder wo fährst du hin? Fährst du zu dir? Ich fahr hoch zum Bürgermeister. Ja, ist auch okay, da bin ich ja gleich in der Nähe von zu Hause. Schäfchen oder aufladen. Ah ne, warte, haben Sie das Angebot fertig, Hochrader? Ja. Ja, dann fahre ich lieber damit, weil dann kann ich mir da gleich schnacken. Gut. Steigst du dann in dein Auto ein? Jo, mach ich. Tschö. Tschö. Katastrophe, der Typ, Katastrophe. Fängt ja gut an hier. Kaum zurück, schon die erste Katastrophe am Start. Der davon seinen Führerschein gemacht hat, würde ich auch gerne mal wissen. Für den gehört der Grünstreifen zur Straße. Jo, wir sind nicht noch ein bisschen an Dingen, dann können wir einfach runterschieben. Oder musst du erst Platz machen? Eigentlich müsste frei sein. Ja, das ist frei. Ja. Ich weiß dich ein. In die Klapse. Ja, gerade. Und einschlagen. Andersrum. Stopp! Ja, gerade einfach kommen lassen. Gut, fertig. Kriegen wir ihn runter. Ja, andere Seite. Was schiebst du? Einen kleinen Schubs geben. Jo. So, Handbremse. Jo, passt. So, dann schnacken wir mal über das Angebot, dann kannst du es später fertig machen. Wobei, ich bräuchte... Ja, nee, mach später. Übrigens, was ist denn das hier? Das ist so ein mobiler Kran. Was macht man damit? Den hat der... Der Freddy hat den hier. Wer ist Freddy? Der Zwerger, der eine Hof, der besetzt, wo Fahrzeuge und so standen. Ah, der und John Deere? Ja, genau. Ah, das war der, den ich letztes gesehen habe, auf dem Feld, okay. Aha. Was macht man damit? Mist oder Holz oder? Also,
Mit denen kannst du Mist machen. Okay, interessant. Brauche ich dann vielleicht auch so ein Ding? So. Schauen wir mal. Okay. Gut, also zurück zum Angebot. Sag mal an, was hast du mir zusammengestellt? Also Fahrzeuge, ne? Alles, Maschinen, Fahrzeuge, alles, oder? Ja. Also, sag mal an. Also insgesamt Ich habe guck mal ich. in den Katalog. Ach so, alles sagen, was. Ja, was du dir so gedacht hast, was ich brauche. Also den Johnny, der da vorne steht. Ja, das waren 7er, ne? Müsste, ja. Okay. Ja, das war War der der. mit Fronthydraulik oder ohne? Moment. Mit. Okay. Gut. Weiter. Den Marcel Ferguson. Ah, den hatte ich ja auch gewünscht, gell? Ja, genau. Den 4x4 da. Ja. Aber den gibt's schon mit Dach, oder? Da habe ich mit Dach gemacht, ja genau. Okay, gut. Ja, nicht, wenn der draußen steht, dass ich das der voll genässt ist. Okay. Der Vorstelleranhänger da, der da hinten steht. Der blaue war das, gell? Ja, genau. Denn der Ladewagen, der da auch als Vorsteller ist. Die Heubeinpresse. Nee, nicht Heu, die Beinpresse von Ja, komm, Roland. mach mal kurz. Was kostet der Spaß? 360.400 Wie viel? insgesamt. 360.400. 63,4. Okay. Ja, kriegen wir schon hin. Okay. Gut. Und da habe ich dann erstmal alles. Ohne Probleme. Eine Mähtechnik, Frontlader, Miststreuer, Güllefass. Anhänger für Wasser. Nee, Güllefass ist nicht dr mit drin. Das bräuchte ich dann halt auch noch. Mal schreibst du noch ein Güllefass auf und dieses Teil hier. Das sieht cool aus. Ist Teil. Ja, das da. Mit auch mit den. Das ist die Dunggabel. Ach, da gibt's unterschiedliche. Ja, da gibt es unterschiedliche. Da gibt es drei verschiedene. Mit der einen kannst du nur Kartoffeln und Zuckerrüben. Mit Okay. der, die da gerade ist, ist Mist, Stroh und halt sowas. Und es gibt noch eine, das ist eine Getreideschaufel. Da kannst du halt eigentlich alles mitmachen. Ja, ich denke, wenn, dann stelle ich das Ding an den Misthaufen ran. Weil dann muss ich nicht die ganze Zeit hier umkoppeln und die Schaufel sauber machen, weißt, wenn ich das Getreide irgendwie rumlade oder so. Ich glaube, das ist besser. Aber das kannst du mal drauf machen. Gibt's denn eigentlich verschiedenfarbig? Oder? Ich bin der Meinung, ja. Ja, gibt's. John Deere? Hauptfarbe, ne? Ja, oder Ne, da Massey? gibt's nur so ein Grün, aber das sieht ziemlich nach John Deere aus. Auch Rot gibt's nicht. Rot gibt's auch. Dann mach Rot. Felgenfarbe. Da, mach Schwarz. Nur grau, aber es Ja, sieht das auch passt auch. schwarz aus. Ja, sonst irgendwie welchen Wunsch noch mit Reifenhersteller? Hey, das, was drauf ist, das sieht gut aus. Keine Ahnung, was das ist. Das ist Lizard-Reifen. Okay, ja, das passt. Lizard-Reifen. Gut. Ah, was man glaube ich vergessen haben, ist Drescher oder sowas. Haben wir glaube ich gar nicht drüber gesprochen. Nee, haben wir Aber da tatsächlich nicht. haben wir auch glaube ich noch ein bisschen Zeit, weil den brauche ich ja jetzt noch nicht. Ich muss erst mal gucken, dass ich Heu oder so mache.
das stimmt. Okay. Gut. Ah. Ballenspieß hat man ja drauf, gell? Ja, mit den Frontlader da. Okay. Und Wender ist noch dabei. Ja, okay. Dann hätte ich jetzt eine Frage. Kann ich mir von dir ein Fahrzeug ausleihen, dass ich das Zeug mal, was, also die zwei Anhänger zumindest schon mal hochkarren kann? Ja, kannst den John Deere nehmen. Echt? Ja. Boah, voll gut. Ich hab dir ein Mäh. Ich hab dir jetzt kein. Was? Ich war gerade verliebt. Ich habe jetzt kein. Also, einen Wender habe ich, aber ich hab noch kein. Wie heißt es? Schwader. Aber wenn sie. Wenn was gibt's denn da? Wenn du einen Wender brauchst. Wenn du einen Wender hast, dann brauchst du auch. Für eine Schwad. Ich hatte eigentlich eine Mähtechnik mit reingenommen, die direkt eine Schwad legen kann. Ja, aber wenn ich Heu mache, dann brauche ich ja trotzdem eine Schwade. Ja. Den Vorsteller? Welcher ist denn das? Der Pöttinger Top 462. Ja. Wie? Was? Pöttinger? Ne, der ist mir ein bisschen arg klein. Ich habe mir gerade hier den Feller angeschaut, den Juras 1502. 6,3 Meter. So ein Doppelkreisel, so ein Zweikreisel. Ja. Nimm den mal mit rein, das passt. Ja, dann habe ich, dann lasse ich den, das Mähtechnik drin, die automatisch schon Bad legen kann. Was kosten die? Die kostet 21.200. Wie viel PS?80. Von wem ist das? Von Vicon. Nur das Front E-Werk. Das extra 32. Okay. Das andere habe ich nicht dazu gepackt. Aber du gibst da einen kleinen Rabatt, wenn ich vielleicht das von Feller noch nehme, weil ich den Schwader auch von Feller nehme. Nee, der ist natürlich günstiger, ja. Also ist günstiger und dann weißt du hinten noch dieses Ramos, das LTX, TLX. Die beiden. Wenn ich die in Kombination nehme, komme ich auf 170. Auf jeden Fall keine Schwad. Ja, ist egal, ich habe ja einen Schwader. Oder, warte mal. Also die beiden anstatt. Warte, aber dann wird's knapp mit der PS-Zahl. Da hätte ich halt mehr Arbeitsbreite, fast 7 Meter. Oder das von Querneland. Für ein Heck. Womit soll ich denn das zahlen? Womit soll ich denn das betreiben? Oder meinst du das Große? Das Doppelte? Nee, nicht. Querneland darf 41, 40 L. Vor der Feller. Achso. Oder hinten ist noch eine Rad. Siprato 220. Jetzt 2,2 Meter. Roto 220. Ja. Nee, weißt du was? Mach das mit dem. Wobei. Mit den Vicon? Nee, mit den Zweifeller-Dingern. Ich probiere das mal aus. Die Ramos 3060 und die 3670. Vielleicht geben die mir einen Rabatt. Schauen wir mal. Gut, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.
ist doch schon wieder rum. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne am Samstag wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.